Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Perfect World Eclipse. Ja, es geht auch endlich mal mit Perfect World weiter. Ich habe schon Kommentare bekommen, so nach dem Motto, warum gibt es nur 5 Parts? Ja, finde ich auch schade. Ich komme nur leider so selten dazu. Ich finde meine Rüstung übrigens immer noch mega cool. Richtig nice. Der Bankier hat irgendwie nur Mistquests für mich. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin. In der Hoffnung, dass ich da dann meine Quest abgeben kann. Ja, beim letzten Mal habe ich ja tatsächlich festgestellt, dass das hier doch genauso ist wie die anderen Anfangsgebiete. Nämlich, dass man hier tatsächlich Entschuldigung, auch gesagt, gezeigt bekommt, was man dann später alles machen kann und machen wird und was man alles bekommt und so. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass ich hier wahrscheinlich auch noch ein Reittier oder sowas, oder sowas bekommen werde. Sorry, meine Stimme ist heute so ein bisschen. Lokiosin, was war denn das überhaupt für ein Quest? Schalter? Ach, scheiß drauf. Was soll's, ist auch egal. Ja. Oh, hallo. Ach, diese hübschen Charaktere überall. Die Damen sind wirklich zu nett. Wie können sie es diesen kleinen Halunken gestatten, im himmlischen Tali ohne zu treiben? Sehr gut. Großartig, immer weiter so. Ja, das ist nicht unser kleiner. Ist das nicht unser kleiner Held? Hallöchen. Punkt, Punkt, Punkt. Oh, Waffe, 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 Waffe. Dämmerklingen. Bin ich eine Dämmerklinge? Ja, ne? Sturmrufer. Ja, ich bin eine Dämmerklinge anscheinend. Bestätigen. Ich habe eine neue Waffe. Und die hat neue Quests für mich. Unsichtbare Flügel. Okay. Wir haben diese Wälder bereits durchkämmt, doch keine Spur der heiligen Bestien finden können. Falls ihr sie. Was? Falls sie hier durch sind, muss es vor einiger Zeit gewesen sein. Dies bedeutet aber nicht, dass es hier keine Monster gibt. Es gibt giftige Motten. Giftige Motten! Nun, wie kann ich etwas. Oh, Moment, es geht noch weiter. Verschwendet aber keine Zeit damit, sie zu suchen. Sie sind unsichtbar. Na super. Nun, wie kann ich etwas, das ich nicht sehe, zertreten? Ich kann helfen. Mit meinen magischen Verzauberungen wird nichts unerkannt an euch vorbeigehen. Allerdings ist mein Zauber zeitlich begrenzt, also beeilt euch. Na toll. Wartet ganz kurz. Jetzt will ich dann aber erstmal meine Waffe ausrüsten, ne? Was haben wir denn hier eigentlich? 155 und hier 185, passt. So, meine Waffe bitte. Einmal wechseln. Zack. Cool. Sieht schon stark aus. Was hat die jetzt für ein. Angriff 142. Holy shit, okay, damit. Ja, kein Problem, dann hau mal rein hier. Wie viel Zeit habe ich denn? Hä? Ich dachte, das läuft auf Zeit. Na, scheiß drauf. Nehmen wir direkt die nächste. Im Namen der Eichhörnchen. Halleluja. Seit die himmlischen Maiden das himmlische Tal für die Krieger von Perfect World zugänglich gemacht hatten, laufen alle Arten von seltsamen Leuten Amok. Sie haben meine liebsten kleinen Waldfreunde vertrieben. Oh, ich hasse sie. Helft mir, ihnen eine Lektion zu erteilen, ja? Vertreibt sie von hier ein für alle Mal. Gut, ich werde euch helfen, aber nur dieses eine Mal. Oh, wie nett ich einfach bin. So, böse Goblins muss ich vertreiben. Okay, dann werde ich das doch mal tun. Bams. Komm schon. Oh, ja, die gehen ziemlich schnell tot. Gürtel der Wünsche. One-Hit einfach. Ich one-hitte die kleinen Viecher einfach. Das ist ja der Wahnsinn. Ups. Nein, hier. Bams. Sehr gut. Wie viel brauche ich davon? 5. Gut, die zwei hier oben noch. Bams. Bams. Und den da noch. Stirb, böser Goblin. Level up? What the fuck? Ach, ich habe das direkt abgeschlossen. Ist ja nice. Okay, ich bin offensichtlich Level 11. Ist das jetzt wirklich zeitlich begrenzt? Sieht irgendwie nicht so aus. Was geht? Ach so, hä? Was? Was denn? Wie denn? Kann ich das Vieh jetzt angreifen? Soldat der Patrouille, hi, hey du da, du hast eine Quest für mich.
Kluger Junge, wie habt ihr mich gefunden? Was heißt hier, junge Mann? Guck doch mal, mach doch mal die Augen auf, ey. Mir wurde befohlen, auf Patrouille zu gehen, um den einen zu finden. Wenn ihr wirklich der Auserwählte seid, dann wird euch dieser Gegenstand bestimmt von Nutzen sein. Ich hab was bekommen? Hallo? Warte doch mal. Na, dann halt nicht. Astralflügel irgendwas? Hier oben? War das jetzt wirklich zeitlich begrenzt? Ah, das ist ja blöd. Ich gehe nochmal zu ihr und guck mal, ob die mir dieses Dingsbums nochmal geben kann, diesen Zauber. Oder ich guck mal eben. Schützender Altar. Dieser Ort sollte in Ordnung sein, solange ich in der Nähe bin, doch ich mache mir Sorgen um den Forto-Altar weiter vorn. Forto-Altar beschützt das Land vor bösen Geistern, daher muss es in gutem Zustand erhalten bleiben. Mit all dem Krach in der Umgebung fürchte ich, dass der Altar nicht mehr sicher ist. Könntet ihr dorthin gehen und sicherstellen, dass alles intakt ist, beschützt und repariert wenn nötig? Ja, ich hätte aber ganz gerne noch Hilfe mit dem komischen Dingsbums. Ich sehe da nämlich nichts. Oder muss ich irgendeinen Zauber anwenden? Irgendwas hier mit Kriegsgegenquestgegenstände? Hab ich nicht. Ja, also normalerweise kriege ich ja auch immer. Jetzt führt er mich wieder woanders hin. Jetzt führt er mich hier hin. Was geht hier ab? Ich sehe da. Und jetzt? Ich kann nichts angreifen. Das funktioniert nicht. Bin ich denn jetzt nicht blöd? Mit meinem Zauber könnt ihr sie sehen. Ja, offensichtlich ja nicht. Was ist das denn? Freunde einladen? Nein, danke. Okay, ich mache erstmal diesen schützenden Altar hier. Hallo? Hallo? Es geht nicht. Doch, jetzt geht's. Ja, okay, diese komischen Schmetterlinge kann ich offensichtlich tatsächlich nicht sehen. Es bringt mir ja nichts. Sagt mir erst, sie gibt mir einen Zauber, mit dem ich das Ding dann sehen kann, und dann habe ich keinen Zauber. Kann ich auch nicht entscheiden. Normalerweise, wenn die mir irgendwas mitgeben, was ich einsetzen muss, wird das jemand an der Seite angezeigt. Aber ich irgendwie. Wird hier ja nichts angezeigt. Keine Ahnung, ich gehe zu dem Altar. Gucke mal, was ich da machen kann. Waren hier nicht vorher immer diese Affen? Irgendwie haben sich die Mobs verändert, kann das sein? Jetzt nur die Frage, hat er mir irgendwas gegeben? Gürtel. Was bringt er denn? Achso, Verteidigung, plus 23. Okay. Sitzt der Morgo? Wow! Oha, Hilfe! Wow, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich habe auf die gar nicht geachtet. Hallo, schützender Altar. Dies scheint der Altar zu sein, den Lok Eosin erwähnt hat. Bestätigen. Okay. Der Altar hat einfach mal Quests für mich. Ihr werdet hier sicher sein, flüstert eine weibliche Stimme in euer Ohr. Energie aufladen. Die Energien des Altars scheinen geschwächt und fast schon aufgebraucht zu sein. Ein magischer Kristall könnte dieses Problem lösen. Was denn für ein magischer Kristall? Fähigkeiten verbessern. Nein, will ich nicht. Flüchtiger Kristall. Ja, da muss ich wahrscheinlich wieder irgendwelche Viecher töten. Nee, alt und Hane. Ja, okay. Ich kann schon mal mein Thumbnail draus machen. Nein, brauche ich nicht, mach ich nicht.
Ja. Dann gucke ich mal, dass ich diese komischen Kristalldinger bekomme. Oder muss ich die einsammeln? Nein, ich muss die nicht einsammeln. Oder doch? Wartet ganz kurz. Energie aufladen. Nötige Gegenstände, flüchtiger Kristall. Aber wie kann ich den denn... Wieso steht da nie dabei, wie ich diese komischen Kristalle finde? Wie ich überhaupt an die Sachen rankomme? Also das war vorher irgendwie besser. Da stand da auch ganz genau, von wem ich diese Sachen bekommen kann. Ist ja Bullshit, wenn hier jetzt... Habe ich das jetzt bekommen? Nee, Münzen habe ich bekommen. Flüchtiger Kristall. Mystisches Fleisch. Auch nicht schlecht. Ja, also ich muss zugeben, dass das Spiel ist irgendwie ein bisschen verkorkst geworden. Weil ich ehrlich keine Ahnung habe, was ich tun muss. Und mir wird das in den Quests auch nicht gesagt. Das ist doch totaler Mist. Ich töte jetzt einfach mal ein paar von den Viechern in der Hoffnung, dass die mir diesen komischen Kristall geben. Aber irgendwie weiß ich ansonsten nicht, wie ich da rankommen soll. Einfach einsammeln ist anscheinend nicht. Ich weiß es echt nicht. Nee, ich bekomme von denen nichts. Flüchtiger Kristall. Wenn ich jetzt da drauf klicke, bleibt die hier vor dem Fluss stehen. Ja, super. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Was zum... Ich habe auch keine Gegenstände von denen bekommen, die ich irgendwie nutzen könnte. Ich verstehe das nicht, wirklich. Ei des violetten Fuchsgeistes. Ich glaube, ich kann mir sogar schon ein Reittier machen. Ja. Ich kann die Viecher... Ich habe jetzt zwei Quests hier drin, die ich nicht beenden kann. Den einen, weil ich diese komischen Kristalle nicht finde und den anderen, weil ich diese scheiß Viecher nicht sehe. Was ist denn das? Ich weiß nicht. Also irgendwie ist doch das alles für ein Popo hier. Ich meine, bringt mir auch nichts, wenn ich hier dann vor dem Fluss stehen bleibe. Es kann gut sein, dass das die anderen Viecher da hinten sind, die mir diese Kristalle geben. Aber anscheinend ja auch nicht. Also ich kann es gerne mal versuchen. Ich schwimme jetzt einfach mal hier auf die andere Seite. Und guck dann, ob mir diese anderen Viecher diesen Kristall geben. Aber das wäre ja eigentlich totaler Blödsinn. Was war das denn? Da hat was geleuchtet. Irgendwas hat hier geleuchtet. Oder war das meine Elfe? Kann meine Elfe gewesen sein. Ja. Juhu. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Also irgendwie, das war früher echt besser. Da sind bei den Quests wenigstens auch die Monster gesagt worden, die ich töten muss, um diese komischen Stufe 12. Ja, komm, passt, krieg ich hin. Da sind mir bei den Quests wenigstens auch die Monster gesagt worden, die ich bekämpfen muss. Wow! Ein grünes Fragment. Naja, zumindest geben die mir eine zerbrochene Waffe. Na super. Ich hoffe, die sind nicht aggro und greifen mich dann jetzt irgendwie zu dritt an hier. Stumpfsinnige Bestien. Aber die geben mir das auch nicht. Nee. Nekromantenrobe habe ich jetzt bekommen. Und eine Tarnhaut. Super. Bringt mir alles überhaupt nichts. Hier gibt es übrigens keinen Fallschaden. Hoffe ich zumindest. Gab es zumindest bisher. Ja, back dich doch einfach mal in den Berg rein hier.
Also, offensichtlich habe ich keine Möglichkeit, an diese komischen Kristalle ranzukommen, weil ich keine Ahnung habe, wie. Und ja, bevor ich jetzt hier irgendwie noch 3 Stunden rum überlege. Hier leuchtet doch immer irgendwas. Guckt euch das mal an. Da. Leuchtet was. Das ist meine Elfe. Das ist verdammt nochmal meine Elfe. Ach, scheiße. Ja, okay. Ja, ich hab. Ich weiß nicht. Ich werde jetzt einfach mal versuchen. Ich hab keine Ahnung, was ich tun muss. Das ist total beschissen, dass einem in der Quest nicht gesagt wird, was man tun muss. Ihr erinnert euch, dass ein magischer Kristall verwendet werden kann, um die Energie des. Sucht nach einem magischen Kristall in der Umgebung, um die Energie des Altars wiederherzustellen. Sucht 2 flüchtige Kristalle in der Nähe des Flusses. Also ich muss sie suchen. Super. Ja, auch mal schön. Sucht welche. Vielleicht habt ihr ja Glück und findet welche. Aber ich sehe hier nichts. Nirgendwo. Ja gut, ich gehe jetzt einfach mal hier den Fluss entlang. Aber ich habe nicht so das Gefühl, dass das hier von Erfolg gekrönt ist gerade. Irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen schwammig. Bisschen sehr schwammig formuliert. Es gibt so ein paar Sachen in dem Spiel, die mich momentan echt so ein bisschen stören. In der Nähe des Flusses, ja, super. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Muss man die vielleicht tatsächlich einsammeln und die wurden jetzt nur alle schon eingesammelt von anderen? So dass ich das jetzt nicht mehr sehe oder so? Keine Ahnung. Weiß ich ja nicht. Nicht, dass das jetzt irgendein Bug ist und ich die Dinge einfach nur nicht sehe. Nee, aber anscheinend, ich habe jetzt auch schon wieder gleich meine 20 Minuten zusammen hier. Ich bin jetzt einfach nur die ganze Zeit hier rumgeirrt und habe versucht, diese verdammte Quest zu lösen. Also irgendwie macht das so keinen Spaß. Ich weiß nicht. Nee, so macht das wirklich keinen Spaß. Wenn ich die einen Viecher nicht besiegen kann, weil ich sie nicht sehe und hier nicht gesagt bekomme, was ich machen muss. Ich meine, ich habe ja gesagt bekommen, was ich machen muss, aber hier ist doch nichts. Hier, ich kann die Quests nicht beenden. Was soll ich denn machen? Och, ist das nervig. Ja gut, ich beende die Folge jetzt einfach. Mir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Ich habe keine neuen Quests, die ich annehmen kann und ich kann die alten nicht beenden, weil es nicht funktioniert. Ja gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen gefallen. Mir persönlich hat es nicht gefallen. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es doch noch irgendwie, diese komischen Dinger zu finden und dann kann es gerne weitergehen. Aber für heute habe ich jetzt echt schon keinen Bock mehr. Ich habe einen Part aufgenommen, habe schon wieder keinen Bock mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut unten in die Videobeschreibung, da sind wichtige Links drin. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht bei der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!